Mei, ich krieg schon langsam schon wieder so einen Hunger und deswegen bin ich jetzt bei den Alpenstangerl. Das sind eigentlich Churros. Und warum die genau auf der Wiesn sind, das frage ich jetzt noch. Du alles, also ich kenne eigentlich die Churros oder bei dir die Alpenstangerl eher so als arme Leute essen und das auf der Wiesn, wo ein Maß schon fast 12 Euro kostet. Warum hast du dich jetzt genau dafür entschieden? Ja, mit unserer Alpenstangerl war die Idee ja so, die Leute kennen es ja, wie du sagst, das Abendessen und ist für jeden was, für Kleine und für Große, mal zwischendurch oder wenn man mal wieder einen Zuckerschub braucht, dann ist eine ganz tolle Sache, schmecken sehr gut und die Leute sind alle begeistert. Und gibt es dann dieses Jahr irgendwie ein paar so neue Toppings, wenn man sagt? Ja, dieses Jahr haben wir neu, das ist einmal die heiße Schokolade und Vanillepudding und Schokopudding. Ich glaube, ich mache mir jetzt erst einmal eine Portion mit so einer flüssigen Schokolade. Die werden jetzt schön goldbraun frittiert und wenn die dann soweit weg, tun wir die ein bisschen in Zimtzucker wälzen und danach kommt halt das Topping nach Wahl und machen wir dann, wie die nach deiner Wahl war, die heiße Schokolade. Einmal hier reinschmeißen. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Also das schmeckt wirklich gut. Also mit süßen Sachen, da kann man mich immer haben und deswegen gibt es natürlich unser Wiesnbäckerl.